Glanz. Herzlichen Dank, guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Kabarettabend unter dem Motto: Ein Wort ergab das andere. Sie wissen, Kabarett ist immer dann gut, wenn es richtig böse ist. Wer böse ist, ist schlecht, also ist Kabarett dann gut, wenn es schlecht ist. Das ist Dialektik. Kennen Sie noch Dialektik? Darin steckt das Wort Tick. Haben Sie auch eine Lektik, eine Dialektik, Durchlektik, Transparentlektik? Dialektiker laufen oft mit Transparenten herum. Von Transparenz ist nicht sehr weit bis zu Transpiranz. Ohne Schweiß kein Fleiß, ohne Fleiß kein Preis, ohne Schweiß kein Preis, Preis, Schweiß, Schweiß, Preis, Fleiß, Preis. Können Sie mir noch folgen? Nein. Folgen Sie mir bitte nicht. Bitte folgen Sie mir nicht. Ohne Volk kein Führer. Ich bin doch kein Führer. Ich bin kein Führer, ich bin ein Vorführer. Ich führe etwas vor. Das Etwas sind Sie. Sie werden jetzt hier vorgeführt. Ja, nicht Sie persönlich, Sie als Wesen, Sie als Ganzes, als Gemeinwesen, als ganzes Gemeinwesen, als ganz gemeines Wesen. Kurz als Gesellschaft. Früher ja Konsumgesellschaft, eine Zeit lang Koop-Gesellschaft, jetzt Hortengesellschaft. Horten, 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 Horten. Eine Gesellschaft hinter Schloss und Schokoriegel. Eine Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung. Firmenname BRD, wir sind eine Aktiengesellschaft. Leider haben die meisten von uns ja ihre Stimmanteile abgegeben. An wenige Auserwählte, an sogenannte Parlamentarier. Das sind die mit der erworbenen Immunitätsschwäche. Ich persönlich habe ja meinen Mercedes geleast und meinen Abgeordneten gekauft. Natürlich kann sich die Deutsche Bank jetzt mehr Abgeordnete leisten als unser einer. Sie können es sich immerhin leisten, ins Kabarett zu gehen. Nur finanziell und auch emotional. Sie können sich das leisten, ins Kabarett zu gehen. Die Deutsche Bank, die leistet sich eine ganze pluralistische Gesellschaft. Inklusive Kabarett. Kabarettisten dürfen bei uns deshalb das Maul so weit aufreißen, weil sie nichts zu sagen haben. Das lernen die im Osten doch gerade mühsam. Glasnost heißt ja nicht, dass keine Verbrechen mehr an der Gesellschaft begangen werden. Glasnost heißt nur, dass besser darüber berichtet wird. Über die Gesellschaft. Gesellschaft. Kurzform von Gesellschaft kennen Sie? Kurzform von Gesellschaft ist geschafft. Da fehlt das Sell. Sell ist Englisch für verkaufen. Ich habe bei der BRD das Gefühl, dass ich mich da verkauft habe. An die American Erpressgesellschaft. Wie geht es Ihnen? Oh, danke der Nachfrage, wir sitzen alle im gleichen Angebot. Auch diese Abende sind Angebot. Ein Unterhaltungsangebot. Für mich Unterhalt, für Sie Angebot. Kabarett und Unterhaltungsangebot, kurz U-Boot. Kabarett als U-Boot, das Wasser steht uns bis zum Hals. Der Kopf als Periskop. Ziehen Sie, wenn das gleich ernst wird, bloß nicht den Kopf ein. Wir halten uns gerade noch über Wasser, gerade noch, grundlos, ohne Grund und Boden. Die eine mit grundloser Verschämtheit, die andere mit bodenloser Unverschämtheit. Sie sind irritiert, geben Sie es zu oder auf. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen bösen Abend. Ja, liebe Zuschauer, daheim an den Geräten, ich höre gerade, dass die Leitung in die Heimat steht. Action exklusiv, heute wieder live vor Ort von der Front, diesmal aus Beirut. Ich darf Ihnen das Geiseldrama des Jahres versprechen. Um etwa 22.45 Uhr geht es hier los mit einem letzten Appell der Geiseln an die amerikanische Regierung, den Forderungen der Terroristen doch noch nachzugeben. Wir alle hier machen uns auf eine lange Nacht gefasst, denn der amerikanische Fernsehsender CNN hat durchgesetzt, dass die Hauptkampf Szenen erst gegen 3 Uhr früh mitteleuropäischer Zeit stattfinden werden. Das ist in den USA die beste Sendezeit, liebe Zuschauer. Und Sie alle wissen, ohne die Sponsoren sind solche Großspektakel heute einfach nicht mehr durchführbar.
Wir jedenfalls sind für Sie in der Bundesrepublik live und exklusiv dabei. Und zwar gleich mit 3 Kameras. Einer Kamera hier im Pressezentrum, wo die Sprecher der Terroristen und der amerikanischen Eingreiftruppe die Schritte der jeweiligen Mannschaften erläutern werden. Dann sind wir mit einer Kamera direkt in dem Raum, in dem sich die Geiseln befinden. Vielleicht kann uns die Regie gerade mal hinüberschalten. Ja, liebe Zuschauer, sehen Sie, wie die letzten Geiseln gerade geschminkt werden? Hektische Betriebsamkeit auch auf der Gegenseite, wo die amerikanischen GIs sich auf den Sturmangriff vorbereiten. Wir sind dabei, zum ersten Mal mit einer beweglichen Kamera im Helm des Einsatzkommandanten der Eingreiftruppe, von der wir uns authentische Bilder vom Kampfgeschehen selbst erhoffen. Drücken Sie, liebe Zuschauer, uns die Daumen, dass diese Kamera nicht allzu früh ausfällt. Sie sehen, wir sind bestens vorbereitet. Im letzten Augenblick ist es uns auch gelungen, die Terroristen zur Wahl einer anderen Farbe ihrer Kampfanzüge zu bewegen, sodass Sie daheim an den Geräten keinerlei Schwierigkeiten haben werden, die beiden Mannschaften auseinanderzuhalten. Die amerikanische Eingreiftruppe, also wie immer ganz im Blau, mit roten und weißen Streifen, gut zu erkennen auch am Emblem ihres Sponsors auf dem Rücken, der Firma Krauss-Maffei. Die Terroristen heute ganz in Weiß mit dem Kalaschnikow-Schriftzug auf der Brust. Die äußeren Bedingungen hier in Beirut, ideal. Ich würde sagen, hervorragendes Geiselbefragungsdrama, Wetter, vor allen Dingen gute Sichtverhältnisse, das ist ja wichtig für unsere Kameraleute und die Scharfschützen. Ja, liebe Zuschauer, was kann ich Ihnen noch verraten? Beide Mannschaften in Bestbesetzung, das heißt, die Terroristen kämpfen mit Superstar Carlos, dessen Einsatz, wie Sie alle wissen, bis zuletzt fraglich war. Für Spannung ist gesorgt. Wir erwarten die ersten Schüsse hier bei etwa 23.15 Uhr. Die ersten Schwerverletzten etwa so ab 24 Uhr. Ich will mich da auf 1-2 Minuten nicht festlegen. Machen auch Sie sich auf eine lange Nacht gefasst. Hoffentlich ausreichend versorgt mit Mackie-Chips, den Crackern für jede Lebenslage vom offiziellen Ausrüster dieses Geiseldramas. Also, liebe Zuschauer, seien Sie dabei, schalten Sie ein, noch besser bleiben Sie vor dem Gerät, bis es wieder heißt, Action exklusiv, Spannung für die ganze Familie, nur für Sie, nur hier auf Ihrem Dreikotzesat-Kanal. Okay, ich bin Paul. Ja, das ist meine Kawasaki. Ich bin ein Mann. Ich stehe dazu. Ja, für Sie mag das ja schrecklich komisch sein. Aber wir ja, wir waren die Generation, über der schon in der Pubertät diese Emanzipationswelle zusammengeschwappt ist. Von wegen Stimmbruch und Pickel. Wir sahen unsere ganze Identität als Mann infrage gestellt. Auf einmal waren die Typen gefragt, die heulen konnten wie ein Schlosshund. Wir waren da alle ganz auf Indianer kennt keinen Schmerz programmiert. Auf einmal war das große Weichsein angesagt. Lenore-Typen. Das ist doch genauso, als wenn man einen scharf abgerichteten Schäferhund auf einmal zum Schoßhündchen umfunktionieren will. Was dabei rausgekommen? Der Softie. Ja, wir haben Stricken gelernt. Kochen haben wir gelernt. Frauenbücher haben wir gelesen. Stapelweise Frauenbücher. Immer in der Hoffnung, beim nächsten Buch wird alles anders. Wir hatten doch den Anspruch, mit den Frauen ins Gespräch zu kommen. Das kommst du auch als Softie. Du kommst prima ins Gespräch. Mit jede Menge Frauen. Tiefe. Ehrliche Gespräche. Aber du kommst nicht weiter. Als Softie, ja? Da kannst du jede Menge guter Freundinnen haben, überhaupt kein Problem. Aber du bist immer nur der gute Freund. Die Jahre, die ich damit zugebracht habe, der gute Freund von Frauen zu sein, die sich bei mir über die Probleme ausgeheult haben, die sie mit ihren Macho-Max hatten. Oh Mann. Du debattierst nächtelang mit der Frau über den widerlichen Typen, mit dem die zusammen ist. Euch beiden ist völlig klar, dass sie den Kerl in den Wind schießen muss, weil er sie brutal unterdrückt. Du selber
Ja, du hältst dich für eine prima Alternative. Da verschwendet so eine Frau ja keinen Gedanken dran. Du bist ja nicht so einer. Du bist ja nur so ein netter Kerl. Du willst ja nichts von ihr. Na klar willst du was. Nur sagen kannst es nicht, sonst fällst du noch aus deiner mühsam antrainierten Rolle als Softie. Und das alles. Es ist dann irgendwann bei uns in der Männergruppe einfach so rausgebrochen. Schön, wenn die Erinnerung so einem hochkommt. Ne? Willi und ich, wir haben die Konsequenzen gezogen. Wir haben die selbstgestrickten Pullover auf dem Flohmarkt verscherbelt und uns eine Lederjacke gekauft. Schritt für Schritt haben wir diese Softie-Verpuppung abgelegt. Birkenstock-Latschen raus, Kawasaki rein. Mit so einem Outfit, da kann man Frauen gleich ganz anders ansprechen. Natürlich ging nicht alles ohne Therapie ab. Okay, okay. Opfer wollen gebracht werden. Dafür habe ich als mutierter Softie-Macho, da habe ich jetzt auch meine Vorteile. Ich weiß da immer noch, was die Frauen gern haben. Ich lasse es nur nicht mehr so raushängen. Wir haben doch nicht vergessen, worüber sich die Frauen bei ihren Mackern immer so aufgeregt haben. Da passen wir eben auf. Der neue Macker weiß, was Frauen wünschen. Der neue Macker, der macht immer noch gerade so viel Kompromisse, dass er noch ein bisschen attraktiver ist als der alte Primitiv-Chauvi. Natürlich sträube ich mich nicht, wenn ein gemeinsamer Putzplan aufgestellt werden soll. Das Ding hängt eh nur in der Ecke rum. Ich persönlich habe auch keine Probleme damit, hier in der Öffentlichkeit laut zuzugeben, dass ich meine patriarchalischen Verhaltensstrukturen immer noch nicht überwunden habe. Das kommt prima an. Die Frauen bewundern meine Fähigkeit zur schonungslosen Selbstkritik. Ja, und eine gute Willenserklärung, die kostet mich doch nichts. Wir Männer haben im Kampf gegen die Emanzipation einfach nur eine Menge neuer Techniken lernen müssen. Ich sehe meine Softie-Zeit heute auch mehr so als Studienphase. Wir waren geheimdienstlich tätig. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse setzen wir heute zielstrebig um und so können wir mit Beruhigung sagen, auch aus dieser Krise sind Mann und Patriarchat wieder gestärkt hervorgegangen. Natürlich kann man sowas alles heute hier nur so im kleinen Kreis analysieren und noch nicht laut auf der Straße rumposaunen. Aber Willi und ich sind da Optimisten. Weiter so, Männer. Auch den Mut werden wir wieder finden. Liebe Freunde, herzlich willkommen zur Weihnachtsfeier unserer Bürgerinitiative Daimler Fans. Unser diesjähriges Motto, Rüstung unter einem guten Stern, bietet ein treffliches Beispiel für die Arbeit unserer Bürgerinitiative. In einer von Miesmachern, Nörglern und linker Kampfpresse bedrohten Republik, da bemühen wir uns, das Positive herauszustellen, das unser Arbeitgeber ohne Unterlass produziert. Wer gibt uns denn Brot und Arbeit? Unterhalt und Selbstbetätigung. Unser Arbeitgeber. Wer den Arbeitgeber zum Buhmann stempelt, der verdreht doch die sprachlichen Tatsachen. Ist er nicht mehr geben, seliger als nehmen? Unersättlich nimmt der Arbeitnehmer. Wer aber gibt? Wessen Aufgabe? Wessen Gabe ist es zu geben? Wer teilt mit uns die Arbeit? Teilt sie ein? Einer teile des anderen Last ein. Wer aber so gut einteilt, austeilt und verteilt, der soll bitteschön auch das Sagen haben. Das wussten schon die alten Römer. Teile und herrsche. Dividende et impera. Gerade in dieser Zeit sehen sich Daimler-Fans heftigen Angriffen ausgesetzt. Aber schauen wir genau hin, was man uns da vorwirft. Klären wir die Begriffe. Man schilt uns einen Rüstungskonzern. Daimler-Fans. Rüstung. Das ist doch abgeleitet von Rüsten, Ausrüsten. Noch im Mittelalter stand der Begriff für Waffen und Schmuck. Für Waffenschmuck. Ein Volk rüstet sich, es schmückt sich.
Daimler ist der offizielle Ausrüster der BAD. Wir schmücken diese Republik, sind ihre Zierde. Und wir alle nennen doch ältere, immer noch tatkräftige Mitbürger, voller Anerkennung rüstig. Daimler-Fans, setzen wir dem diffamierenden Begriff Rüstungskonzern den Begriff rüstiger Konzern entgegen. Es heißt, wir liefern Waffen in Spannungsgebiete. Daimler-Fans, wehren wir uns gegen die negative Besetzung eines so schönen Begriffes wie Spannung? Spannung, da denken wir an Strom, Erregung, Krimi, an gut gemachte Unterhaltung. Spannung, das bedeutet Abwechslung, da passiert doch mal was. Da aber, wo etwas passiert, wo etwas los ist, da engagiert sich ein aktiver Arbeitgeber wie der unsere. Das deutsche Wirtschaftswunder lehrt uns, dass Wohlstand nur aus totaler Zerstörung entstehen kann. Indem er diese Zerstörung mit vorbereiten half, legte unser Arbeitgeber den Grundstein für unseren heutigen Wohlstand. Der Phönix ist ohne Asche nicht denkbar. Da muss man erst mal die Asche machen. Unser Arbeitgeber macht Asche. Für sich und andere. Gute Waffen schaffen Arbeitsplätze hier bei uns und durch fachgerechten Einsatz auch in der dritten Welt. Wir wollen möglichst vielen Ländern der dritten Welt die Chance geben, Phönix zu spielen. Wir schaffen den Frieden. Friede ist eine Asche. Unser Konzern ist ein Befriedigungskonzern. Wir befriedigen die Wünsche der dritten Welt nach guter Rüstung. Wir geben der Welt auch nur das, wovon wir Deutschen am meisten verstehen. Den Ort des größten Friedens, den nennen wir Deutsche den Friedhof. Daimler-Fans, die Welt hat nicht genug Höfe des Friedens. Eben nicht genug Asche. Asche schaffen mit immer besseren Waffen. Wir schaffen den Frieden, einen Frieden in Freiheit, einer Freiheit von allem, einer Freiheit von Presse, einer Freiheit von Meinung. Wir wollen pressefrei und meinungsfrei werden. Dem Schimpfwort der Machtkonzentration setzen wir die Konzentration auf Machbares gegenüber. Machbares rufen wir unserem Arbeitgeber zu. Konzentrationsfähigkeit, das war doch die Stärke unseres deutschen Volkes. Sie stand am Beginn der rasanten Entwicklung, an deren Ende wir alle unser Wohlstandswunder erlebten. Und so feiern wir heute unseren Arbeitgeber als einen rüstigen, befriedenden, konzentrationsfähigen Arbeitgeber, aus dessen Hand wir auch morgen noch die Sterntaler als Lohn unserer Mühen empfangen wollen. Und so schließe ich mit dem Kampfruf unserer Bewegung. Wir graben ihrer Zukunft ein Zuhause. Daimler-Fans! Meine Damen und Herren, es hat in allen meinen Programmen von Anfang an immer einen Block gegeben, meist so vor der Pause, wo ich einfach nur auf dem Barhocker gesessen habe und über das Zeitgeschehen so resoniert habe. Das war damals am Anfang ganz praktisch, das gebe ich ehrlich zu, weil als ich anfing, Kabarett zu machen, da war gerade die Wende, also die geistig-moralische Wende. Helmut Kohl wurde Kanzler. Und ich sage mal extra dazu, meine Damen und Herren, ich habe nicht angefangen, Kabarett zu machen, weil Helmut Kohl Kanzler geworden ist. Das ist mir sehr wichtig. Ich hoffe, das war auch nicht umgekehrt. Es war wirklich rein zeitlich zufällig. Es war am Anfang ganz praktisch. Ich räume das gerne ein. Sehen Sie, der Kohl wurde Kanzler. Alle hatten ihre helle Freude an dem Mann. Das war ein auch für einen Anfänger im Kabarett schwer zu verfehlendes Ziel. Das war ein paar Jahre ganz nett und dann wurde die Sache immer blöder, denn irgendwann fragt man sich ja, was tue ich da eigentlich? Man macht ja Kabarett über die Probleme und Sorgen, die ein Volk hat. Aber was kann ein Volk eigentlich für Probleme haben, dass sich immer wieder einen solchen Kanzler wählt? Es wurde immer schwieriger, immer blöder. Ich mache jetzt seit 13,5 Jahren Kabarett über Helmut Kohl. Er auch und wir kommen nicht weiter. Das glaube ich doch auch wieder nicht allen, die da jetzt gelacht haben. Irgendwo mogeln sie doch immer. Entweder sie mogeln hier oder sie mogeln in der Wahlkabine. Oder gehören sie zu den Leuten, die wählen gehen, um hinterher lachen zu können. Das soll es alles geben. Ich verspreche Ihnen, es gibt Kabarett nach Helmut Kohl. Ganz bestimmt.
Also beim nächsten Mal Mut in der Kabine, meine Damen und Herren. Mut. Ja, es war nicht einfach in den Jahren. Zwischendurch war es ganz dramatisch. Nehmen Sie mal so einen völlig normalen Satz aus den Nachrichten von 1990. Völlig normaler Satz. Jürgen Möllemann ist Wirtschaftsminister. Versuchen Sie, einen Satz zu formulieren, der noch lächerlicher wirkt. Wobei, der Möllemann musste damals Wirtschaftsminister werden. Vielleicht erinnern Sie sich dumpf, 1990, die Bundestagswahl, vor der Wahl hatte der Kohl versprochen, die Steuern werden auf gar keinen Fall erhöht. Auf gar keinen Fall. Und 3 Monate nach der Bundestagswahl mussten die Steuern ja doch erhöht werden. Jetzt musste das irgendjemand dem Wähler erklären. Nun saß der Kohl im Kabinett da und hat gefragt, so, wer erklärt das jetzt? Wer erklärt das jetzt? Da saßen die da alle, ne? Nur einer hat sich gemeldet. Möllemann, der meldet sich immer. Das hat er damals auch klasse gemacht, Herr Möllemann. Das vergesse ich nie. Die Pressekonferenz von Jürgen W. Möllemann als Wirtschaftsminister 3 Monate nach der Bundestagswahl zur Erklärung, warum die Steuern dann doch erhöht werden mussten. Möllemann hat sich vor die versammelte Bundespressekonferenz gesetzt und hat einfach nur gesagt, wir haben uns da vertan. Pech. Ja, sagte der Wähler damals, ich glaube, wir haben uns auch vertan. Ja, sagt der Möllemann, doppelt Pech. Der Möllemann musste damals Wirtschaftsminister werden. Das war der einzige im Kabinett Kohl, dem man ernsthaft glauben konnte, dass er sich um ein paar 100 Milliarden D-Mark verrechnet hatte. Ich habe dem das geglaubt. Und der Kanzler auch. Die Leute lachen und lachen über Helmut Kohl. Es gibt immer noch Leute, die glauben, Helmut Kohl würde sich ständig versprechen. Meine Damen und Herren, Helmut Kohl sagt immer genau das, was er denkt. Glauben Sie bitte nicht immer, Sie wüssten besser, was der eigentlich sagen wollte. Nehmen Sie den Mann endlich beim Wort. Die Lacherei ist uns nicht gut bekommen. Nehmen Sie ihn ernst. Man hätte ihn früh enttarnen können. Helmut Kohl hat seine ganze Philosophie auf den Punkt gebracht nach einem Meinungsaustausch mit François Mitterrand. Sehr früh in seiner Amtszeit hat er in Paris damals der versammelten französischen Presse in die verblüfften Blöcke diktiert. Er hat gesagt, ich weiß nicht, was der französische Staatspräsident Mitterrand denkt, aber ich denke dasselbe. Dann lachen Sie wieder. Das meint er so. Das ist der Kohlsche Dekartismus. Mitterrand denkt, also bin ich. Hören Sie endlich auf zu lachen, nehmen Sie den Mann ernst. Bitte. Nehmen Sie sich ein Beispiel am Ausland. Egal, wo der Kanzler hinfliegt, alle Welt findet ihn doch toll. Seien Sie ehrlich. Egal, wo der hinfliegt, alle finden ihn toll. Wahrscheinlich finden die besonders toll, dass wir ihn haben. Ich weiß es nicht. Aber er hat doch alle platt gesessen. Auch in der eigenen Partei. Alle hat er platt gesessen. Wer ist der Einzige, der übrig geblieben ist aus dem ersten Kabinett? Helmut Kohl. Nobby Blüm ist der Einzige. Den haben sie bei der Kabinettsumbildung immer übersehen. Nobby Blüm selber ist ja die größte Fehlinvestition des Deutschen Gewerkschaftsbundes nach dem Zweiten Weltkrieg. Nobby Blüm hat mal auf Kosten des DGB studiert. Ein sogenanntes Boomerang-Stipendium. Im Augenblick zahlt das Ihnen gerade heim. Ja, Norbert Blüm kämpft für seine Sache mal bis zum Umfall. Der weiß nur, wann er sich hinlegen muss, damit er bei der nächsten Kabinettsumbildung wieder übersehen wird. Alle haben sich totgelacht über Helmut Kohl. Seit 13,5 Jahren lachen die Leute sich tot über Helmut Kohl. Am weitesten fortgeschritten mit dem Totlachen ist ja die SPD.
Die hat es fast hinter sich. Weil Willy Brandt ist gerade noch rechtzeitig gestorben, bevor ihm seine eigene Partei zuvorkommen konnte. Ja, wissen Sie noch, wie viele Kanzlerkandidaten der SPD der Kohl jetzt schon zum Frühstück gehabt hat? Können Sie die noch alle aufzählen? In der richtigen Reihenfolge? Das können die doch selber nicht. Die wissen doch selber nicht, war ich schon mal Kanzlerkandidat? Oh ja. Vogel, Rau, Lafontaine, Scharping, die gehen jetzt in die Endlosschleife. Was? Wie weit hat es diese Partei gebracht, meine Damen und Herren? Vom Friedensnobelpreisträger Widerstandskämpfer Willy Brandt waren sie zwischendurch über den Menschen Fischer Johannes Rau beim Krabbenpooler Björn Engom angekommen. Jürgen Becker hat damals schon ganz früh gesagt, Björn Engom klingt wie ein IKEA-Beistelltisch. Heute wissen wir, es ist auch einer. Björn Engholm ist das klassische IKEA-Produkt. Sieht im Katalog wunderbar aus. Wenn man es zu Hause hat, merkt man, es fehlen ein paar Schrauben. Engholm war ja viel zu sensibel. War viel zu sensibel. Dem hat ja keiner was erzählt. Der Engholm hat von nichts was gewusst. Man war ja froh, dass der wusste, welcher Partei der war. Engholm war viel zu sensibel. Das kommt man dem Scharping ja nicht nachsagen. Der merkt ja gar nichts. Dieser Parteitag in Mannheim, das war doch unglaublich. Wie die den Scharping da abgewatscht haben und dann stellt er sich hin und lässt sich wieder zum Vize wählen. Hat er da gestanden, was hat er gesagt? Ich bin von einem Zug überrollt worden. Das hat wehgetan. Aber es gibt Züge, die sind wichtiger als ich. Ja, der steht doch unter Drogen, oder was? Ich werde das Gefühl nicht los, der Scharping kopiert die Karriere von dem Kohl bis ins Detail. Der hat den Kohl als lebendes Vorbild, der macht das genau wie der Kohl. Denken Sie mal zurück, als der Kohl nach Bonn kam. 1976 kam Kohl als Oppositionsführer nach Bonn. Er hatte die Wahl gegen Helmut Schmidt mit Pauken und Trompeten verloren, 76. Er hatte auch 1980 bei der Wahl keine Chance gegen Schmidt. Was hat der Kohl damals gemacht? Er hat den Strauß selber antreten lassen. Hat den Strauß einmal voll vor die Mauer laufen lassen. Danach war das Thema Strauß erledigt. Und genau das macht der Scharping jetzt mit diesem Strauß für Arme auch. Der Scharping sitzt die alle aus, ich bin fest davon überzeugt. Die rutschen an der Mauer Kohl runter, da steht der Scharping wieder da. Der macht das genau wie der Kohl, der stellt sich jetzt 10 Jahre lang so blöd wie möglich an. Springt von einem Fettnapf in den nächsten, lässt sich hier belächeln, stellt sich da als Trottel dar. Und wenn er das 10 Jahre lang gemacht hat, dann sagen die Deutschen, guck mal, der hat das durchgehalten. Der Mann ist zuverlässig. Den nehmen wir. Die letzte große Chance zur Profilierung hatte die SPD doch beim ersten Staatsvertrag. Erinnert sich 1989-90? Deutsche Einheit, erster Staatsvertrag. Die SPD hatte damals zum ersten Mal die Mehrheit in der Länderkammer. Lafontaine war damals gerade an der Spitze. Oskar Lafontaine hat so eine Sonderrolle in der SPD. Der ist immer dafür zuständig, die unangenehmen Wahrheiten zu verbreiten. Wenn alle gemerkt haben, dass Oskar wirklich die Wahrheit sagt, dann wird er wieder in die Besenkammer gesperrt. Damals war Oskar dran. Die SPD hat sich mit Oskar an der Spitze vor dem Bundeskanzler aufgebaut und hat gesagt, also Herr Bundeskanzler, wir haben jetzt die Mehrheit in der Länderkammer, falls Sie das noch nicht mitbekommen haben sollten. Entweder Sie ändern jetzt sofort diesen Staatsvertrag. Sofort! Und da muss der Kanzler gesagt haben, oder?
Und da kam Oskar wieder in die Besenkammer. Und die SPD hat gesagt, oder sie ändern ihn nicht. Und diese erfolgreiche Politik wiederholt die SPD seitdem bei jedem Thema, was auf den Tisch kommt. Tempolimit-Debatte, Mehrwertsteuererhöhung, Solidarpakt, Pflegeversicherung, Asylantendebatte, Kurdenabschiebung, Tornado-Einsätze, Blauhelm-Debatte, Bündnis für Arbeit. Man hebt das Stöckchen immer ein bisschen höher, immer ein bisschen höher und die SPD springt und springt in der Hoffnung, irgendwann mal für die CDU gehalten zu werden. Die letzte Wahl hätten wir uns auch schon wieder schenken können. Zu einer Wahl gehört für mich eine Alternative. Apropos Alternative, über die Grünen Kabarett zu machen, war auch nicht immer so leicht in all den Jahren. Da hat sich auch einiges getan. Eine Menge haben sich da vom Acker gemacht. Gerd Bastian, Petra Kelly, nicht? Ab in den Himmel. Otto Schilly sind die genau entgegengesetzte Richtung davon gelaufen. Ich war immer für die Grünen, ich sage das offen und ehrlich, wer alle meine Programme gesehen hat, weiß das. Ich war immer für die Grünen, bei den Grünen wusste man wenigstens, was man hatte. Jeden Tag was Neues. Je nachdem, wer als Erster zur Pressekonferenz gesprintet war. Die Politik der Grünen hing lange sehr stark von der Antrittsstelligkeit und dem Spurtvermögen ab. Inzwischen ist bei den Grünen ja auch völlige Normalität eingekehrt. Es ist eine völlig normale Partei geworden. Früher hatte man bei den Grünen immer eine Partei, da wählte man keine Personen. Bei den Grünen, da wählte man keine Programme. Da gab es immer für alle was. Da konnte sich jeder was aussuchen bei den Grünen. Auf der einen Seite gab es immer schon Grüne, die kämpfen für die Straffreiheit bei sexuellem Verkehr mit Kindern. Ja, vor allem in Nordrhein-Westfalen, sehr beliebtes Thema. Immer wenn es in den Meinungsumfragen vor den Landtagswahlen die Grünen so über die 5%-Hürde zu reißen drohte. Wenn die so 5,6, 5,7% in den Meinungsumfragen hatten. Dann stand eine Woche vor der Landtagswahl einer im Vorstand Nordrhein-Westfalen auf von den Grünen und sagte, ich fordere nochmal die Straffreiheit bei sexuellem Verkehr mit Kindern. Zack, 4,6%. Die Sache war gut gegangen. Man musste doch nicht in den Landtag. Es gab bei den Grünen auf der anderen Seite immer schon welche, die kämpfen für die Straffreiheit bei Koalitionen mit der SPD. Wie sich jetzt herausgestellt hat, haben die Grünen sich auf eine Straffreiheit bei sexuellem Verkehr mit SPD-Mitgliedern geeinigt. Wobei nach einem Jahr Rot-Grün muss man ja doch sagen, das scheint ja doch mehr der Versuch zu sein, Hanfsamen in einen Betonmischer zu schmeißen. Aber es ist sowieso egal, meine Damen und Herren. Sie können das alles vergessen. Die konservativen Parteien, die progressiven Parteien können Sie vergessen. Das Entscheidende in Deutschland hat sich gerade wieder gezeigt. Das Entscheidende ist die FDP. Das ist nämlich eine präservative Partei. Die verhindern immer nur. Was die verhindern, ist auch klar. Die verhindern immer, dass ihre eigenen Minister arbeitslos werden. Das ist das Sachprogramm der FDP. Man spricht da von der größten Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Deutschlands. Lambsdorff war ein Resozialisierungsfall. Aber der bekannteste ABM-Fall der FDP ist nun mal der Möllemann. Ohne FDP wäre er heute noch Hauptschullehrer im Kreis Warendorf. Jetzt muss man für die Kinder im Kreis Warendorf ja wieder direkt dankbar sein. Nein, die Partei hat mit Präservativen sehr viel gemeinsam, allein schon vom Material her. Das ist ja keine klassische Umfallerpartei, die sind nur extrem flexibel. Und der Prototyp dieser flexiblen Generation, das ist eben der Möllemann. Der Möllemann, der steigt in jeden Zug ein, der vorbeikommt. Ist dem völlig egal, wohin der fährt. Die Hauptsache ist, er wird beim Einsteigen fotografiert. Man muss bei liberal die Betone wieder mehr auf die letzte Silbe legen. Auf Aal. Diese extrem glitschigen Tiere. Das Wappentier der FDP. Man bekommt die nur sehr schwer zu fassen. Und die springen einem noch aus dem heißen Fett der Pfanne, wenn man meint, jetzt sind sie aber doch kaputt. Was wollen wir machen? Präservative sind zurzeit sehr in. Sozusagen in aller Munde. Aber hallo. Das war eine Originalüberschrift der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Präservative sind in aller Munde.
So stand es in der FAZ. Wer also auf die Art von Humor steht, dem empfehle ich ein Abonnement der Frankfurter Allgemeinen. Für alle anderen ist klar, das nächste Thema ist klar, AIDS. AIDS die zweitgrößte Seuche nach der FDP. Wobei, ich mache kein Kabarett über AIDS. AIDS ist eine echte Krankheit, im Gegensatz zur FDP auch nicht heilbar. Über Krankheit mache ich kein Kabarett. Aber was für mich im Kabarett behandelt werden muss, das sind so die Reaktionen in einem Großteil der Bevölkerung auf so eine Krankheit wie AIDS. Nehmen Sie einfach mal die Reaktion der katholischen Kirche. Ich weiß jetzt nicht, ob Ihnen hier die katholische Kirche bekannt ist. Die katholische Kirche, ein zum Beispiel in Münster relativ stark organisierter Verein. Die katholische Kirche, die sich immer noch für einen Großteil der Bevölkerung hält. Ich sehe schon, wir müssen hier von vorne anfangen. Eigentlich ist man sich bei AIDS ja einig, es handelt sich um eine Immunschwäche und Aufklärung ist die einzige Chance, die wir haben. Aufklärung, Aufklärung, immer wieder Aufklärung. Nur die katholische Kirche, die seit Hunderten von Jahren die Aufklärung so gut es geht bekämpft, die legt sich wieder quer. Diesmal hat die katholische Kirche vermutlich Angst, dass durch zu viel und intensive Aufklärung im Bewusstsein der Gläubigen der zentrale Begriff Dom durch den des Kondoms ersetzt werden könnte. Ich habe ja auch nicht erwartet, dass sie die Pariser jetzt gleich zusammen mit der Kommunion verteilen. Ich meine, das würde wieder neue Leute in die Kirche locken. Mal davon abgesehen. Wir sind ja heute auch froh um jeden, der kommt. Also in die Kirche. Ließe sich auch sehr schön verbinden, so eine Art Kondomion. Aber ich habe... Ich habe das nicht erwartet, es verlangt doch überhaupt keiner. Aber ein bisschen mehr Monstranz, Toleranz, Toleranz. Wobei die katholische Kirche selber ist ja wieder extrem flexibel, meine Damen und Herren, wie alle dogmatischen Gruppen. In der Praxis sind die meistens sehr flexibel. Nehmen Sie die verschiedenen Bedrohungen. Nehmen Sie die Gefahr, sich beim Geschlechtsverkehr mit AIDS oder mit HIV zu infizieren, muss man ja korrekterweise sagen. Da rät die katholische Kirche in aller Ernsthaftigkeit zu sexueller Enthaltsamkeit. Auch innerhalb der Ehe. Wenn ein Partner als Bluter sich da infiziert hat bei einer Operation, Kunde von UB Plasma, kennt die katholische Kirche nur sexuelle Enthaltsamkeit. Okay, ich akzeptiere das. Ich versuche das ja von innen heraus zu verstehen. Bei der Gefahr, sich beim Fischessen eine Gräte in den Hals zu holen und daran zu ersticken, da rät die katholische Kirche zu meiner großen Verblüffung jetzt nicht zur Enthaltsamkeit beim Fischessen. Finde ich schon mal unlogisch. Nein, in dem Fall erteilen die sogar einmal im Jahr den sogenannten Blasius-Segen. Ist kein Scherz von mir, meine Damen und Herren. Blasius-Segen, Original-Gag der katholischen Kirche. Es gibt bestimmt Kronzeugen im Saal, die sich auskennen. Kronzeugen gehen straffrei aus, neuerdings. Es gibt's wirklich. Ich erkläre mal ganz kurz, wie es funktioniert. Wenn ich was Falsches sage, dürfen Sie mich sofort verbessern. Also, beim Blasius-Segen haben Sie zwei lange brennende Kerzen. Die sind uns übereinander gelegt oder ein bisschen verdreht, nur über Kreuz kann auch sein. Wichtig ist, der Priester muss beide Kerzen gleichzeitig mit einer Hand festhalten können. Und das Ganze sieht aus, ja, wie kann man sich das vorstellen, wie eine Heugabel ohne Mittelpin. Die kriegt man jetzt um den Hals gelegt. Deshalb fehlt vermutlich auch der Mittelpin. Die sind ja flexibel, sonst sind die immer dreifaltig. Aber wenn es drauf ankommt... Wer von den drei nicht gebraucht wird, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls, aus Ihrer Perspektive, jetzt wird so ein lateinischer Zauberspruch gemurmelt, wird geheim gehalten wie das Coca-Cola-Rezept. Und wenn jetzt nichts schiefgegangen ist, eine Garantie übernehmen die nicht. Aber wenn nichts schiefgegangen ist, kann man hinterher ein ganzes Jahr lang Fisch essen, ohne sich eine Gräte in den Hals zu holen. Blasius-Segen. Die praktischen Seiten der katholischen Kirche. Viel zu wenig bekannt. Hält immer genau ein Jahr. Wie das jetzt im Schaltjahr ist, weiß ich allerdings auch nicht. Aber
Aber Sie sind sowieso zu spät. Wenn Sie ernsthaft Interesse haben, das gibt es immer Anfang Februar. Heiliger Blasius, erstes Februarwochenende kriegen Sie in allen Filialen. Und man kann doch einfach so dazu. Die kontrollieren am Eingang nicht, ob man dazugehört. Das finde ich ja nur wieder nett. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn das seit Hunderten von Jahren mit dem Blasius-Singen so wunderbar funktioniert, sonst hätten die den ja aus dem Programm genommen, wenn da mehr Beschwerden kämen. Und das ist auch nicht nur für Gräten, das ist so ein Rundum-Paket für den Hals. Und die segnen ja auch sonst alles, was man in die Kirche bringen kann. Rosenkränze, Gebetbücher, Mofas, Fahrräder, Autos, Panzer, Waffen. Da muss das doch möglich sein, die Wirkung von so einem Blasius-Segen für unser neues AIDS-Problem einfach so ein bisschen auszudehnen. Man würde einfach ein, zwei unanständige Sätze auf Latein an die Zauberformel anhängen. Das wird doch gar kein Mensch mitkriegen. Den Namen könnte man sehr schön beibehalten. Den anderen erklären wir so in der Pause. Aber verlassen wir die katholische Kirche. Das kann man gar nicht oft genug tun. Hey. Volker Pispers, hallo? Klaus! Ja. Ja. Och, du, mir geht's alle 5 Minuten anders. Ich bin total im Stress. Ich bin dermaßen im Stress, ich komme zu gar nichts mehr. Heute Abend, warte mal, da bin ich lose mit der Gabi verabredet. Wir wollen ins Kino, genau, so war das ja. Da kannst du sicher mitkommen, ja, warum nicht? Wir wissen doch nicht, wo wir hingehen. Was läuft denn überhaupt? Nee, den habe ich jetzt auch nicht hier, aber pass mal auf, ich habe eine Idee. Nein, jetzt wach doch gerade mal. Ich versuche ihm die Gabi zu erreichen und frage sie, ob sie was dagegen hat, wenn du mitkommst. Ich meine, fragen muss ich ja nur. Du guckst in der Zwischenzeit mal nach, was im Kino läuft und dann telefonieren wir gleich nochmal. Ja? Rufst du gleich wieder an? Obwohl, warte mal, das ist schlecht, weil ich gleich mal kurz weg muss. Oder kannst du in 5 Minuten nochmal anrufen? Da kannst du nicht. Wie, du kannst auf keinen Fall in 5 Minuten nochmal anrufen. Guck nochmal nach. Ja, was machen wir denn jetzt? Nein, dann machen wir es anders. Dann machen wir es ganz anders, dann rufe ich dich an. Ich rufe dich an, wenn ich die Karin erreicht habe. Die Gabi, ja, ja. Nein, ich muss die Karin nur gleich auch noch anrufen. Nicht wie in dem Kino, bist du verrückt? Ja, bist du denn gleich überhaupt da? Sonst musst du nachher nochmal probieren. Was? Nein, den habe ich noch nicht gesehen. Der Film soll aber gut sein. Doch, der soll wirklich gut sein. Ja, doch. Obwohl der die Oscars gekriegt hat, ja. Der Dings war drin. Der Dings. Ach, sag doch schon. Ich komme nicht drauf. Das gibt's halt. Ich sehe den vor mir. Meinst du, ich komme auf den Namen? Ja, sicher kennst du den, das würde ich ja nicht sagen, sag doch schon. So ein großer Blonder ist das. Ah, das ist doch nicht. Den haben wir letzte Woche haben wir den noch getroffen. Letzte Woche haben wir den gesehen. Ist doch jetzt auch egal. Also jedenfalls, der meint, der Film wäre gut. Ja, von mir aus. Wir müssen natürlich jetzt gucken, was Karin sagt. Gabi, ja. Ja, okay. Alles klar. Jo, bis nachher. Halt, was haben wir jetzt ausgemacht? Rufst du wieder an oder ruf ich wieder an? Das ist doch schlecht, weil ich noch weg muss. Du kannst nicht in 5 Minuten nochmal anrufen. Ich meine, das wären jetzt fast nur noch 4. Sonst musst du nachher nochmal probieren, ja? Oder ich probiere nochmal. Wir telefonieren nachher nochmal und dann telefonieren wir, ne? Okay, bis dann, ciao. Jetzt muss ich gerade versuchen, Gabi zu erreichen, sonst gibt das nachher wieder ein Desaster. Komm, Mädchen, sei zu Hause. Diese Frau weigert sich, einen Anrufbeantworter anzuschaffen.
Das ist doch kein Wunder, wenn die dann noch alleine ist. War jetzt auch wieder frauenfeindlich. Ja, sagen Sie es doch. Sagen Sie es laut. Stimmt doch. Ist doch nichts besser geworden in all den Jahren. Diese Gesellschaft ist nach wie vor frauenfeindlich. Müssen wir doch zugeben. Obwohl es gibt auch Situationen, wo man als Mann benachteiligt wird. Ja, die wenigsten Frauen wissen das. Es gibt Situationen in dieser Gesellschaft, wo man einfach nur deshalb, weil man ein Mann ist, benachteiligt wird. Ich möchte da heute Abend einmal offen drüber sprechen. Nehmen Sie zum Beispiel mal die öffentlichen Toiletten. Ich weiß, die meisten Frauen beschweren sich bei solchen Veranstaltungen wie heute, dass sie in der Pause so lange anstehen müssen an der Toilette, aber dafür haben sie auch jede eine für sich abgeschlossene Kabine. Wir haben ja nur Pissbecken. Von wegen stilles Örtchen. Mühsam habe ich doch zu Hause gelernt, sitzen statt spritzen. Mühsam. Haben Sie Ihren Entzug auch schon hinter sich? Bei mir zu Hause pinkelt kein Mann mehr im Stehen. Meine Frau hat eine Lichtschranke eingebaut. Ja, darüber haben wir auch noch gelacht. Aber der Elektroschock, oh, das konditioniert ungeheuer. Und dann stehen Sie frisch konditioniert, stehen Sie auf diesen öffentlichen Toiletten wieder davor, vor den Pissbecken. Reihenweise diese Pissbecken, und noch schlimmer, in so ganz altmodischen Kneipen, haben die zum Teil noch diese alten Pissrinnen im Sommer mit Sandalen. Das ist furchtbar. Ich kann dann auch nicht, wenn mir jemand zuguckt. Ich kann dann nicht. Wenn ich da reinkomme, da stehen schon drei so Typen und strullen wie die Bullen. Kommt bei mir kein Tropfen. Nichts kommt da. Ich kriege so eine rote Birne vor lauter Anstrengung. Aber es kommt nichts. Selbst Presswehen helfen nicht weiter. Den VHS-Kurs habe ich auch umsonst gemacht. Es kommt nichts. Stattdessen kommen die ersten mitleidigen Blicke. Was er wohl hat, kann man das auch kriegen. Das hört man ja, dass bei mir nichts kommt. Erst wenn der Letzte den Raum verlassen hat, dann brechen bei mir alle Dämme. Noch unangenehmer finde ich persönlicher, wenn ich da stehe, es kommt jemand dazu, stellt sich daneben und fängt mit mir ein Gespräch an. Dann versiegt bei mir nicht nur der Redefluss. Jetzt können Sie doch nicht einwenden, als kluge Frau, was regt der Typ sich denn schon wieder auf? Es gibt ja auch auf der Herrentoilette abgeschlossene Kabinen. Da haben Sie natürlich völlig recht. Es gibt auch auf der Herrentoilette abgeschlossene Kabinen. Aber gehen Sie mal als Mann in der Herrentoilette in die abgeschlossene Kabine und pinkeln dann nur. Das hört man nämlich. Wunderbar hört man das. Wenn man dann wieder rauskommt, dann gucken die schon wieder alle so komisch. Guck mal, der war im Topf und hat nur gepinkelt. Was er wohl hat. Da kann man noch so lange mit dem Klopapier in der Hose rumrascheln. Wenn man rauskommt, wissen alle Bescheid. Guck mal. Oh, ich sehe gerade, ich muss Gabi noch mal anrufen. Entschuldigung. Hallo Gabi, hier ist Volker. Ein Glück, dass ich dich erwische. Wieso? Ich habe vorhin aber gerade schon versucht. Ach, du warst am Klo. Ich habe unsere Verabredung nicht vergessen. Nein, nein, diesmal nicht. Heute Abend. Kino, stimmt's? Jetzt ruft nur gerade eben der Klaus an, den sehe ich auch nicht so offen. Da habe ich gemeint, du hättest bestimmt nichts dagegen. Sag mal, hast du was dagegen, wenn er mitkommt? Nee, ne? Finde ich gut. Das finde ich gut. Aber was ganz anderes. Soll man nicht vorher irgendwo was essen gehen? Hinterher ist immer so spät. Ja gut, wo soll man denn hingehen? Ach, mir ist eigentlich ziemlich egal, ich esse ja fast alles. Schlag du mal was vor. Auch immer ich. Gabi, du kannst da auch mal was vorschlagen.
heute schlägst du mal was vor. Ich weiß doch gar nicht, wo du wirklich Lust drauf hast. Du kommst irgendwas. Italienisch, Griechisch, Türkisch, Indisch. Machst du nicht, ja. Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Marokkanisch. Auch nicht. Jugoslawisch. Griechisch, Türkisch haben wir schon. Persisch mehr so. Libanesisch, Arabisch die Ecke. Indonesisch. Vietnamesisch. Chinesisch, Thailändisch. Koreanisch. Japanisch. Mexikanisch, Argentinisch. Holländisch. Nee, Holländisch gibt's nicht, das war ein Scherz, glaube ich. Ja, Italiener, das ist doch ein Wort. Das heißt, warte mal, Pizza habe ich gerade gestern noch gegessen. Aber Indisch isst du nicht so gerne. Wir wissen ja noch gar nicht, wo Klaus Lust drauf hat. Pass mal auf. Ich habe nämlich eigentlich überhaupt keine Zeit. Kannst du nicht eben den Klaus anrufen? Ja, dann machst du mit dem alles aus und dann rufst du mich wieder an. Oder du sagst dem Klaus, er soll mich anrufen, obwohl das auch schlecht ist, weil ich noch kurz weg muss. Ich esse notfalls auch noch mal Pizza, ja sicher. Obwohl der neue Inder soll wirklich gut sein. Sprich mal mit dem Klaus, machst du alles mit dem Klaus aus. Machst auch den Film aus, habe ich auch schon mit dem drüber gesprochen. Machst du alles mit dem Klaus aus und dann rufst du mich wieder an. Oder soll man jetzt schon ausmachen, wo wir uns gleich treffen? Wir wissen noch nicht, wo wir hingehen, hast du auch recht, ja, ja. Das ist dann auch blöd. Nee, nee. Dann machen wir das, wie wir eben gesagt haben. Du sprichst mit dem Klaus, du machst alles mit dem aus, du rufst mich wieder an, oder ich rufe dich an, oder ich rufe den Klaus an, oder der Klaus ruft mich an. Das ist dann auch egal. Das klappt. Das hat noch immer geklappt. Okay. Bis nachher. Ich freue mich. Ich mich auch. Ich dich auch. Tschüss, Kari. Gabi! Es gibt so Themen, da reagiert der Deutsche einfach hysterisch. So Umwelt. Umwelt, da reagiert der Deutsche völlig hysterisch. Ozonloch. Haben Sie Probleme mit dem Ozonloch? War doch toll im letzten Sommer, oder? Wir kriegen hier Mittelmeerklima. Hat man uns versprochen. Ja, dann steigt der Meeresspiegel um einen halben Meter. Von mir aus kann der um einen Dreiviertelmeter steigen. Leben wir hier in Bangladesch oder in Holland? Da sind wir doch endlich die dämlichen holländischen LKWs los. Das ist erlaubter Rassismus. Die Umweltministerin weiß, was sie tut. Je mehr holländische LKWs wir jetzt ohne Katalysator direkt vor uns herfahren lassen, desto schneller haben wir die hinter uns. Diese ganze Umwelthysterie, bloß weil da so ein paar Tierarten aussterben. Ja, ist schrecklich, gucken Sie mich nicht so böse an. Aber jetzt mal ehrlich, mal unter uns. Haben Sie wirklich Probleme mit der Vorstellung, ab morgen ohne Blauwale und Delfine leben zu müssen? Hier in Düsseldorf? Ich nicht. Ich würde nicht einmal Elefanten ernsthaft vermissen. Wie bitte? Thunfisch, ja. Aber Elefanten? Das ist doch alles Willkür, oder? Der eine mag keinen Thunfisch, der andere keine Delfine. Wer hat recht? Wer entscheidet denn sowas überhaupt noch? Tierschützer? Das sind doch die größten Willkürmenschen überhaupt auf der Welt. Machen Sie die Probe aufs Exempel. Machen Sie ein Schild aufs Auto. Ich bremse auch für Tiere. Allein der Schwachsinn dieser Aufkleber. Da kann ich ins Lenkrad beißen, wenn ich sowas sehe. Wenn ich nah genug ran bin, um das Schild lesen zu können, habe ich da eh keine Chance mehr. Das ist doch genauso wie die Schilder an der Autobahn. Achtung, Nebel! Entweder es ist Nebel oder ich kann das Schild lesen.
Aber solange, wie Sie solche Schilder sehen, da können Sie ganz beruhigt sein. Da wissen Sie, ich muss noch in Deutschland sein. Der Deutsche glaubt ja gar nicht, dass Nebel ist, wenn kein Schild da steht. Aber Sie wollten ja die Tierschützer testen, also. Sie machen das Schild aufs Auto, ich bremse auch für Tiere, von mir ist auch im Nebel noch dahinter, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist jetzt, Sie suchen sich jemanden, der auch so ein Schild hinten drauf hat, überholen den oder die auf der Landstraße und steigen direkt davor, volles Rohr in die Bremse. Haben Sie das schon mal gemacht, oder wie? Aber davor geträumt, ja? Jedenfalls, wenn die dann wütend aus dem Airbag gekrabbelt sind, da müssen Sie sich erstmal ernst halten, das ist ganz wichtig. Und dann erklären Sie freudestrahlend, haben Sie gesehen? Haben Sie gesehen, wie ich gerade dieser seltenen Fliege ausgewichen bin? Sie haben mein Schild nicht gelesen. Da steht aber doch groß hinten drauf. Bremsen um der Bremsen willen. Was maß der Mensch sich an? Wir teilen die Tierwelt willkürlich ein in nützliche und unnütze Tiere. Wir produzieren Hunde Kuchen und Mäuse Fallen. Warum bitte schön nicht umgekehrt? Mal als Maus gefragt. Jetzt geben Sie mal eine kluge Antwort. Oder als Mensch, ich bin gegen Hunde und Katzen allergisch, gegen Mäuse und Insekten nicht. Meinen Sie, ich kann irgendwo Insektenfutter kaufen? Oder Sie kriegen Katzenspray oder Hundeklatschen, kriegen Sie nirgendwo. Ich sehe es in seinen Augen blitzen, das ist eine Marktlücke. Hä? Es gibt Leute, meine Damen und Herren, die regen sich ernsthaft auf, die machen Stände in der Stadt, weil Frösche beim Überqueren von Landstraßen keine Chance mehr haben. Sollen es die Frösche jetzt besser haben als Kinder und alte Leute? Für die stellen wir auch keine extra Eimerchen auf, oder? Achtung, Seniorenwanderung, das wäre doch mal ein Schild. Aber auch die Frösche müssen lernen, wir leben in der freien Welt. Wer zu langsam geht, den bestraft das Leben. Erleben Sie jetzt noch einmal, wie ein bis dahin unbescholtener Bundesbürger versucht, seinen Klempner zu erreichen. Und dieser Klempner hat gerade einen Anrufbeantworter frisch installiert. Ja, guten Tag, Herr Kramer. Ich weiß nicht, ob Sie an mich erinnern. Ich habe bei Ihnen eine Waschmaschine gekauft. Herr Kramer? Ach so. Ja. Jetzt. Ja, guten Tag, Herr Kramer. Ich weiß nicht, ob Sie mich erinnern, ich habe bei Ihnen eine Waschmaschine gekauft. Das heißt, also meine Frau und ich haben die Maschine damals bei Ihnen gekauft. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Ich glaube, meine Frau trug damals auch dieses geblümte Kostüm, was Sie gerade anhat. Jedenfalls, Sie sagten damals, es wäre ein halbes Jahr Garantie, also auf die Maschine. Und ich habe gestern extra nochmal in den Unterlagen nachgesehen. Hallo? Ah, Technik, du. Aber zum Mond fliegen. Ja, guten Tag, Kramer. Ich will's nochmal. Ich habe vorhin schon mal angerufen. Ach so. Keine Sprechpausen. Ja. Jetzt. Ja, guten Tag, Kramer. Ich will's nochmal. Ich habe vorhin schon mal angerufen, ich weiß nicht, ob Sie an mich erinnern, wir sind unterbrochen worden. Ich habe diese Waschmaschine von Ihnen, wo die Garantie noch nie abgelaufen ist, das wollte ich gerade eben sagen. Jedenfalls, das Gerät ist defekt. Also laufe du die Maschine schon noch, aber der Temperaturwille ist wohl nicht mehr ganz in Ordnung. Also wenn Sie zum Beispiel 30 Grad vorgeben, kann es sein, dass die Maschine kocht. Ne? Nicht immer, aber ich habe meine ganzen Socke meiner Tochter für die Barbiepuppen geben müssen. Jetzt wollte ich sie... Halt, ich bin noch nicht fertig! Halt!
Oh, nö. Was nennt er denn Sprechpausen? Da kannst du ja nicht mehr Luft holen. Nein, ich telefoniere immer noch mit dem Klempner. Oder mit dem, was von dem übrig geblieben ist. Ja, Gott. 30 Sekunden, da wollen wir noch mal sehen. Ja, guten Tag, Kramer. Ich bin's nochmal. Ich habe vorhin schon zweimal angerufen. Ich weiß nicht, ob Sie mich in der Vision unterbrochen wollen. Ich habe die defekte Waschmaschine von Ihnen, die mit dem defekten Reparatur wurde, wo die Garantie noch nicht abgelaufen ist. Ich wollte Sie nur ganz schnell fragen, bevor das Gerät Sie wieder abstellt, ob Sie die Maschine bei uns reparieren kommen können. Dankeschön, wieder Herr Kramer. Nein, ich habe nicht gesagt, wo. Da kann ich doch nicht nochmal anrufen. Das darfst du keinem Menschen erzählen. Selber piep, Mann. Ja, guten Tag, Herr Kramer, hier ist Blaugut, Karl-Heinz Blaugut. Ich habe vorhin schon mehrfach angerufen, ich weiß nicht, ob Sie mich erinnern. Ich habe die defekte Waschmaschine verdient, habe vergessen, meinen Namen zu sagen. Mein Name ist Blaugut, Karl-Heinz Blaugut. Blau wie Blaugut, wie Gurt, aber nicht wie Gurt in Sicherheitsgurt, sondern wie in Joghurt. Also praktisch Blaugut wie Joghurt, nur mit Blau statt Jo, Jo. Kaiserstraße 40, rufe eine Frau gerade noch. Ja, wiederhören, Herr Dingens, ja, wiederhören. Die Öffnung der Mauer. Dass wir das alle noch erleben durften. Wir, die wir doch 30 Jahre lang jeden Abend die Kerze ins Fenster gestellt haben und gebetet haben, dass die Brüder und Schwestern endlich zu uns kommen durften. Ja, vielleicht nicht alle. Ich meine, wir haben nicht alle gebetet. Es sei denn, sie gehören zu diesem Bund der Durchtriebenen. Heute kämpfen ja Leute für die Wiederherstellung der BRD in den Grenzen von 1989. Aber damals war das doch toll. Diese Euphorie, diese Aufbruchsstimmung, Herbst 89, das vergesse ich nie. Die erste Euphorie ließ dann ja langsam aber sicher nach, als ich zum ersten Mal einen 17-Jährigen im Fernsehen sah, der meinte, 40 Jahre lang sind wir nur betrogen worden. In der Diktatur mach ja jedes Jahr Doppelzählen, aber selbst dann. Dann sah ich einen älteren Herrn, der meinte voller Begeisterung, also allein dafür, dass man jetzt den Heino immer live sehen kann, dafür hat sich das Ganze schon gelohnt. Da habe ich dann die Hoffnung auf 16 Millionen dialektisch geschulte neue Mitbürger doch begraben. Man hätte wieder zuhören sollen. Man muss immer genau zuhören. Lothar de Maizière hat die Sache sehr früh auf den Punkt gebracht. Lothar de Maizière hat schon sehr früh in einem Quick-Interview gesagt, wir kommen nicht als Freunde, wir kommen als Verwandte. Inzwischen fragen sich viele, was die buckelige Verwandtschaft noch alles will. Sie haben doch alles. Sie haben alles, was versprochen war. Sie haben die Mark, Sie haben die Marktwirtschaft, Sie haben die Supermarktwirtschaft. Die Supermärkte sind überall eröffnet. Alle Waren sind ausgezeichnet. Also ausgezeichnet. Was jetzt noch? Arbeitsplätze? Moment mal. War vor der ersten gesamtdeutschen Wahl von Arbeitsplätzen die Rede? Da kann ich mich aber nicht dran erinnern. Man muss dem Kanzler auch zuhören, nicht nur Fähnchen schwenken. Von Arbeitsplätzen hat der Kohl nie geredet. Nein, Helmut Kohl hat gesagt, dass die meisten hinterher besser gehen können oder so ähnlich. V
Von blühenden Landschaften hat er auch sehr gerne gesprochen. Von Arbeitsplätzen war nie die Rede. Von Freiheit war sehr viel die Rede. Oh ja, Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, haben die alles. Das Reisen dürfen, nicht reisen können bedeutet. Das hätte den jeder Sozialhilfeempfänger in der alten BRD auch erklären können. Irgendwie haben die Ossis das alles falsch verstanden. Die haben geglaubt, die kommen in die Demokratie und haben jetzt nur noch die Qual der Wahl. Aber das Einzige, was man hier hat, ist ja die Wahl der Qual. Wofür haben die Ossis sich entschieden? Für das grausamste Experiment aller Zeiten. Die Implantation der freien Marktwirtschaft in einen lebendigen Volkskörper bei vollem Bewusstsein. Vom Dachdecker Erich zur Abrissbirne Helmut. Was haben sie gemacht, als sie gemerkt haben, was sie sich da so gewählt hatten? Da fingen die wieder an zu demonstrieren. Wie niedlich. Haben sie den Kanzler mit Eier beschmissen. Diese hilflosen Aktionen. Was sind denn eine Handvoll Eier gegen 260 Pfund Tiramisu? Meine Damen und Herren. Was glauben die eigentlich, wo die hier sind? Meinen die ernsthaft, der Kanzler würde sich von dem Pöbel, der ihn gewählt hat, irgendwie beeinflussen lassen? Man muss dem Kanzler zuhören. Helmut Kohl hat immer gesagt, er wird dem Druck der Straße niemals weichen. Helmut Kohl hat immer gesagt, bei ihm wird es keine Diktatur der Straße geben. Denken Sie mal zurück, Nachrüstungsdebatte. 1 Million Menschen demonstrierte damals bei uns gegen die Nachrüstung. Was sagte der Kanzler? Die Hunde bellen und die Karawane zieht weiter. Dann lachen bei uns die Hunde im Kabarett und da hat sich der Fall. Als in der DDR 1 Million Menschen demonstriert haben, da stürzte das ganze Regime. Das muss dann der Unterschied zwischen unserer Demokratie und deren Diktatur sein. Aber das lernen die jetzt ja gerade. Vor der ersten Wahl war es noch das Volk, jetzt sind es auch nur noch Hunde. Sollen sie bellen? Sollen sie sich hinstellen und bellen? Wir wollen einen Arbeitsplatz. Das einzige Echo, was zurückkommt, ist Platz. Der Kanzler sagt, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Einige werden den Gürtel so eng schnallen müssen, dass er auch als Halsband noch Verwendung finden kann. Einige Hunde werden wir anketten müssen. Wir können ja nicht alle auf die Asylanten hetzen. Wir haben ja noch Glück gehabt, wir haben uns ja 16 Millionen Demokraten eingekauft. Naja, es hat sich herausgestellt, die ganze DDR ist ja 40 Jahre lang von 6 greisen älteren Herren terrorisiert worden. 6 greise ältere Herren. Und Micha Wolf, der war auch noch dabei. Sozusagen der Wolf und die 6 Greislein. Die anderen, das waren alles immer schon Demokraten. Innerlich, teilweise unbewusst. Die haben das doch alles gar nicht gewusst. Und mit Stasi und so haben die gar nicht gewusst. Dass da jeder Zweite nach Stasi war, das wussten die da überhaupt nicht. Daran erkennen wir ja auch, dass es Deutsche sind. Aber irgendwie müssen wir doch jetzt langsam klären, wer ist deutsch, wer ist nicht deutsch. Wer kommt rein, wer muss raus. Das wird ja immer wichtiger. Woran erkennen Sie einen Deutschen? So auf den ersten Blick, woran machen Sie das fest? Fühlen Sie sich als Deutscher? Und wenn ja, an welchem Körperteil besonders? Sie sind Deutscher. Können Sie sich an einem schwäbischen Stammtisch artikulieren? Woran machen Sie das fest, Deutsche? Das deutsche Volk. Wolfgang Schäuble sagt, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Das ist ein Unsinn. Dass ich mit Schäuble in einem Land leben muss, das ist Pech, meine Damen und Herren. Jeder Franzose hat eine Carte d'identité. Was haben Sie als Deutsche? Einen Personalausweis. Sie haben ein Dokument, das belegt, dass Sie zum Personal der BRD gehören. Wie definieren Sie ein Volk?
Woran erkennen Sie den Charakter eines Volkes? Ich finde, wenn überhaupt, erkennt man den Charakter eines Volkes am besten an den Sportarten, in denen es gut ist. Jetzt müssen wir ehrlich zugeben, dass wir richtigen Deutschen, also wir schon immer richtigen Deutschen, wie wollen Sie das sonst noch sagen? Es sind ja jetzt alles richtige Deutsche, aber wir hier schon immer richtigen Deutschen, wir haben uns im Sport jahrelang sehr schwer getan. Wir wissen heute, die waren im Osten besser gedopt. Das ist keine Entschuldigung für unsere Chemiefirmen, aber bei allen Großereignissen haben wir richtigen Deutschen doch immer wieder bewiesen, in den Kerndisziplinen Schießen, Fechten und Military. Da waren wir auch ohne Doping immer Weltspitze. Auch im Wintersport. Nehmen Sie mal Skilanglauf. Die laufen noch seit 50 Jahren stundenlang chancenlos hinterher. Aber tun Sie den Jungs mal ein Gewehr auf den Rücken. Da ist der Deutsche doppelt so schnell. Dann unsere Paradedisziplin, Dressur. Das liegt uns. Ich schlage vor, zu den nächsten Spielen schicken wir Klimke auf Möllemann. Wenn es jetzt um so pazifistische Sportarten geht, so pazifistische Sportarten wie einfach schnell laufen oder weit springen, da ist der Neger und Asylant ja besser als wir. Wenn es dann aber wieder darum geht, ach, so riesengroße deutsche Kerl, so blonde deutsche Recken, so Siegfried-Typen, so normannische Kleiderschrankversionen, 8 Stück davon hintereinander in so ein schmales Boot zu setzen und auf Kommando von einem kleinen Anführer über den Tag, da waren wir immer Weltspitze. Da sind wir fast unschlagbar. Das Geheimnis für den Erfolg dieser Disziplin und die deutsche Überlegenheit beruhen natürlich auf der Tatsache, dass die Jungs nicht sehen können, wo sie hinfahren. Es gibt noch eine Disziplin, in der wir Deutschen immer weltführend waren, das ist Radfahren. Das liegt uns auch. Wobei die letzten Weltmeisterschaften in Stuttgart damals, als wir nochmal getrennt angetreten sind, Ost und West, die haben ja bewiesen, wir immer schon richtigen Deutschen, wir waren sehr spezialisiert aufs Bahnradfahren. So draußen auf der Straße, wo man sich an jeder Kreuzung neu orientieren muss, wo es lang geht, das ist nichts für uns. Aber in der Halle, auf der Bahn, immer im Kreis. Kilometerlang, 6 Tage lang fahren, ohne irgendwas Neues von der Welt zu sehen. Da sind wir vorne mit dabei. Und beim Bahnradfahren gibt es eine Disziplin, da waren wir immer unschlagbar. Das ist die Verfolgung. Einer Verfolgung, Vierer Verfolgung, Judenverfolgung, Asylantenverfolgung, Türkenverfolgung, Roma-Verfolgung, immer im Kreis, immer im Kreis, immer im Kreis. Schönen Abend noch. Volker Pispers, hallo? Mutti! Was? Ja, es geht mir ganz gut, ja. Ja, die Erkältung ist fast wieder vorbei. Hör mal, Mutti, pass mal auf, ich bin hier gerade noch mitten im Auftritt. Ich rufe gleich zurück, ja? Mutti, wer hat dir überhaupt die Nummer gegeben? Ich bin im Auftritt, ich habe den Pullover bekommen, ja. Der passt mir ganz gut. Nein, das würde ich dir doch sagen. Der ist wirklich schön. Pass auf, Mutti, ich rufe zurück. Gib's mir 5 Minuten. Mutti. Er fusselt ein bisschen, sonst ist er prima. Ja? Okay. Pass mal auf, Mutti. Ich bin im Auftritt. Mutti. Mutti. Ich habe die Vase bei Krause vorbeigebracht. Ja. Frau Krause hat sich sehr gefreut. Herr Krause auch, Mutti. Ja. Es ist verdächtig, wenn die beiden sich einig sind. Was soll man machen? Lass es gut sein. Mutti, pass auf, ich rufe zurück. Ja? Gib's mir 5 Minuten. Mutti. Ich habe auch die neuen Schuhe gekauft, ja. Keine billigen Turnschuhe. Richtige Lederschuhe. Von Salamander, Mutti, ja. Na, jetzt gibt es keine nassen Füße mehr. Pass mal auf, Mutti, ich muss Schluss machen. Ich rufe zurück. Mutti. Der Gulasch war sehr lecker, ja.
den haben wir uns in der Wohngemeinschaft geteilt. Na und? Ich bin trotzdem satt geworden. Wir essen nicht nur Pommes und Mayo, auch Obst und Gemüse. Die Vitamine. Was gibt es sonst Neues auf der Welt, Mutter? Komm, lass gut sein. Ich rufe zurück. Mutti, ich bin auf der Bühne. Ja, das versuche ich dir die ganze Zeit zu erklären. Ich bin noch mit in dem Auftritt. Ja, sicher habe ich die Hemden gebügelt. Naja, zumindest teilweise, oder? Ja, wieso? Dafür hast du doch extra den Polunder gemacht. Nein, die lachen nicht über dich. Pass mal auf. Mutti, ich rufe zurück. Ich komme am Wochenende, ja. Am nächsten Wochenende komme ich. Nein, erst am Sonntag. Und noch nur, wenn wir jetzt wirklich Schluss machen. Okay, bis dann. Tschüss, Mutti. Ich fahre vorsichtig, ja. Ich bringe auch die schmutzige Wäsche mit. Und die Tupperdose vom Gulasch. Natürlich, Mutti.